Hi Leute, jetzt wollte ich euch noch das letzte Elan zeigen, was ich besitze. Das EL10. Gucken wir uns das Ding mal an. Schlosse ist es 12,5 cm. Dick 10,2 mm. Wenn hier ein riesiger Clip, der 7 cm groß. Nicht besonders hübsch. Wenn ihr schwarz-weiß verfräste G10-Schale. Klingenstand ist gut. Ach, nicht perfekt. Aber reicht aus. Mein Daumenpins. Liner Lock 85 mm Klinge 26 mm hoch. Drei Komma eins acht dick. 8C, 13 MOV. Ich würde sagen, kompletter Flachschliff. Gucken wir mal, was das Teil wiegt. 142 Gramm. Dong. Ich sag's fliegt gut. Ach, das musste ein bisschen behandelt werden. Hier wieder mit der Super-Achsschraube. Und dann mit 6er Torx. Irgendeins habe ich gar nicht aufgekriegt, weil mein Torx-Schraubenzieher zu arg ausgenudelt ist. Ach, das Teil kostet so 15 Euro. Die Verarbeitung ist super, es gibt auch hier keinen Backspacer. Handlag ist super. Wie gesagt, Verarbeitung kann man nicht motzen. Schneide mal mal. Würde ich sagen, ist absolut gut. Ach, hier gäbe es Spaltwirkung zu merken. Das geht sauber und easy.
Ja. Also du kann man echt nicht motze. Jetzt gucken wir uns das noch auch beim Holz an. Ja, okay. Es schneidet sich angenehm. Ach, hättere Sache. €15 hier best. Dafür ist auch das letzte Elan, was ich hier besitze. Das EL10. Ach, voll in Ordnung. Und das sind alle WLANs, die ich besitze. Hier das EL10. Das EL02. Das EL01B. Das EL06. EL04. Das EW02 fetzig. Und hier ist EW081. Also, ich sag zu Elan, die kann man sich absolut holen. Man muss zwar ein bisschen nacharbeiten und soll sich dafür auch das hier besorgen, damit man ein bisschen nur justieren oder sauber machen kann. Aber ansonsten, zu anderen Elans kann ich jetzt nichts sagen. Ich hole mir immer nur Messer, die mir erstens mal optisch gefallen. Und dann hole ich mir's. Und es war bei den Elans halt jetzt kein anderes Modell mehr. Hier musste ich am meisten rumstellen. Und an dem hier quasi gar nicht. Und an dem hier auch. Quasi nicht. Das war's zu meinen Elans. Ihr könnt ja mal runterschreiben, was ihr so für Erfahrungen mit Elan-Messer gemacht habt. Ich finde sie insgesamt auf jeden Fall top. Finger hoch. Ciao.